Ein Albtraum für die Spreefüchse, der einfach nicht enden will. Natürlich die Gäste aus Wuppertal, die Favoriten. Die bessere Mannschaft auf dem Papier, aber trotzdem oder gerade deshalb hätte die Niederlagenserie doch endlich mal reißen können oder müssen. Eigentlich waren wir alle sehr motiviert auf das Spiel. Wir wissen, das sind die letzten drei Spiele. Wir haben uns vorgenommen, auch noch mal ein paar Punkte mitzunehmen. Das Hinspiel haben wir gewonnen. Die Tabellenvierten wollten in Berlin natürlich gewinnen, denn aus den letzten beiden Spielen kamen die Gäste nur mit Unentschieden raus. Und immerhin geht es ja um den Aufstieg noch. Die stärkste Torschützin, Johanna Heldmann, mit schon 136 Treffern. Auf sie mussten die Berlinerinnen ganz besonders Acht geben. Wir haben uns sehr fokussiert, dass wir die Abwehr von denen ausnutzen, um unseren Angriff so zu gestalten, dass wir schnell zum Erfolg kommen. Das hat auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut geklappt. Die Spreefüchse starteten stabil in die erste Halbzeit. Sie ließen den Gästen aus Wuppertal kaum Freiräume, waren stark, bärenstark in der Abwehr und in der Offensive. Da wirbelte die Litauerin mit der Nummer 2, Simona Kolosowé, mächtig herum. Sie half ihren Spreefüchsen mit insgesamt 6 Treffern. Auch Vanessa Mack mit der Nummer 77 war von den Spielerinnen aus Wuppertal kaum aufzuhalten. Anna Eber hatte sich beim letzten Heimspiel gegen Mainz einen Kreuzbandriss zugezogen, konnte nur zuschauen und muss mindestens ein halbes Jahr pausieren. Ihre Mannschaft, die Berlinerinnen, konnten das Spiel lange im Gleichgewicht halten. Mit knappen 12-11 für die Gäste ging es in die Pause. Immer ein Tor zurück, dann haben wir mal wieder geführt, dann mal wieder unentschieden. Wir hatten Bayreuth eigentlich ganz gut im Griff. Das mit im Griff haben war dann in der zweiten Halbzeit schnell vorbei. Tore über Tore für die Wuppertalerinnen ohne ein Ende in Sicht. Nummer 24 der Gäste, Luisa Knippert, allein mit 9 Treffern in der Partie. Die Quote als 7-Meter-Schütze in 4 von 5, also nicht ohne. Bei einem 6-Tore-Vorsprung der Gäste war es fast schon sicher, doch die Spreefüchse immer noch hinterher, ließen nicht nach. Tina Wagenlader in der Kreismitte nicht aufzuhalten. Sie ließ keinen Versuch aus und holte mit ihrem Team langsam auf, aber irgendwie klappte es nicht mehr. Sie mussten sich, die Gastgeberinnen, nach 60 Minuten großem Kampf mit 24-29 geschlagen geben. Ins vorletzte Spiel gehen wir genauso wie in den anderen Spielen, motiviert, nicht den Kopf hängen lassen und einfach immer weitermachen und hoffen, dass wir da natürlich die Punkte holen, aber wir werden immer 100% geben. Die 5. Niederlage in Folge nun schon für die 12 platzierten Spreefüchse. Die zweitletzte Chance heißt es nun zu nutzen, um die Serie der Niederlagen zu beenden. Am 11.05. geht es weiter dann aber, und das wird wirklich schwer, gegen die Drittplatzierten, die Kurpfalzbären.